Natur im steirischen Vulkanland auf der Spur. Nächste Folge. Heute wieder einmal mit Stefan Tschickerl. Wir haben jetzt gemeinsam schon einmal einen Baum gepflanzt. Heute wollen wir aufs Veredeln uns konzentrieren. Ja. Das heißt, wir wollen auf einen Baum, in dem Fall einen Kronprinzbaum, eine andere Sorte rauf veredeln. Wie geht man da vor? Genau. Also man sucht sich einfach einen passenden Ast aus. Zum Beispiel diesen hier. Und der wird dann abgeworfen mit der Säge. Und auf diesen können wir dann jetzt, wenn sich die Rinde löst, zum Beispiel mit dem Rindenschieben, ein Edelreis hinter die Rinde schieben. Das werden wir uns dann noch genauer anschauen. Das heißt, für dieses Pfropfen, wie man das ja auch nennt, ist jetzt der ideale Zeitpunkt. Genau, es muss eben die Rinde lösen und ein guter Indiz dafür ist dann zur Blütezeit, also wenn der Baum anfängt in Saft zu gehen, wenn er austreibt und wenn jetzt die Blüte herauskommt, dann löst sich die Rinde schön und dann kann man das Rindenschieben ganz gut ausführen. Wie dick soll der Ast ungefähr sein, wo wir darauf tropfen? Passt das so? Der hat ungefähr 2 cm Durchmesser. Kann er dicker sein? Genau, also er kann auch dicker sein. Also fürs Rindenschieben ist das schon, sage ich mal, eher die Mindeststärke, weil sonst die Rinde zu sehr weggeschoben wird. Da muss man dann andere Veredelungsarten machen, wie zum Beispiel eine Geißfußveredelung oder eine. Ja, oder wenn es noch dünner ist, eine Kopulation. Und in dem Fall, also es gehen aber auch dickere. Nach oben hin gibt es theoretisch keine Grenzen, aber je größer der Wundkopf ist, umso länger und dauert es, bis das dann wieder zuwächst. Und das ist einfach eine große Wunde, die der Baum nie mehr verschließt. Das heißt so 5 bis 10 cm, würde ich sagen, maximal. Welche Sorte kann man darauf, kann man da komplett kreuz und quer veredeln? Ja, also in dem Fall ist es ein Kronprinz. Genau, also ich kann da jegliche Apfelsorte drauf veredeln. Macht vielleicht auch Sinn, wenn ich sage, ich möchte einen Ast von einem frühen Apfel haben, zum Beispiel einen Klarapfel, weil da braucht man oft keinen ganzen Baum, weil den mag man eh nicht essen. Sondern wenn ich da einen Ast habe von einer frühen Sorte, dann geht das. Ein bisschen aufpassen sollte man, dass die Wuchsstärken ähnlich sind, dass jetzt nicht an eine ganz starkwüchsige Sorte wie ein Grafensteiner kann ich jetzt nicht sinnvoll mit einer Ananasrenette, die ganz schwach wächst, kombinieren, weil das passt einfach nicht zusammen. Ja, was brauchen wir als nächstes dazu? Ja, also was wir dazu brauchen, sind die Edelreiser. Das sind sogenannte einjährige Triebe, also das, was man hier sieht. Die sind schon in der Winterruhe geschnitten worden, das heißt im Jänner, Februar, wenn es keine großen Fröste gegeben hat. Und die sind dann zwischengelagert, kühl, dunkel und bei höherer Luftfeuchtigkeit. Werde dann noch zeigen, wie das geht. Was nicht gut geeignet ist, ist so mehrjähriges Holz, also so Quirlholz, wo rein nur Blütenknospen drauf sind. Das ist kein gutes Edelreis. Also da sieht man das ganz schön. Da vorne, das ist der einjährige Trieb und dahinter, das ist das mehrjährige Holz mit den Blütenknospen. Ob da dahinter, das ist kein gutes Edelreis mehr. Und davor diese eng anliegenden Knospen, wie hier in dem Fall beim Apfel, da sieht man das schön, was eben das einjährige Holz ist. Und es sollte zumindest bleistiftdick sein. Du hast also jetzt eine Sorte dabei, Edelreiser von einer Sorte, die du nur drauf genommen. Du hast die jetzt da eingepackt in Zeitungspapier. Genau. Wozu das? Das ist zur Lagerung, also man kann es entweder in einem Erdkeller lagern oder wenn man irgendeinen kühlen Raum, sagen wir jetzt einmal. Kühl und dunkel und hohe Luftfeuchtigkeit. Früher hat man es auch im Freien draußen gelagert, aber das ist heutzutage bei uns oft schon zu warm. Und die einfachste Methode ist es im Haushalt, das im Kühlschrank zu lagern. Und da geht man jetzt einfach her und schneidet, also die sind ja zu lang für den Kühlschrank, das schneidet ihr einfach passend zusammen. Im hinteren Bereich sind oft schlafende Augen, also nicht so gut ausgebildete Augen, die schneidet man gleich mal weg. Ja. Und auch das, was im vorderen Bereich ist, kommt weg. Weil zu dünn ist einfach schon. Ne? Zu dünn und nicht so gut ausgereift. Und da könnt ihr vielleicht zwei draus machen. Schneidet das vom vorderen Bereich noch weg. Ja. Und dann beschriftet das einfach. Schreibst auf, für welche Sorte das ist in dem Fall. Genau, wir haben da die Sorte Quirina, ist eine, die wir da jetzt drauf veredeln werden. Ist eine
schorfresistente Sorte. Und das heißt, da brauche ich nicht spritzen und nichts, oder wie? Genau. Oder den Schorf zumindest nicht. Ja. Dann wickle ich das einfach so ein. Ja. Auf der Außenseite schreibe ich das dann nochmal an, damit man es von innen und außen sieht. Gibt es dann, gibt da so einen Gummiringel drüber. Das Ganze kommt zum Beispiel in so ein Plastik-Zipsackerl oder in ein anderes Gefrierbeutelsackerl. Und das kann ich dann gut im Kühlschrank lagern. Und das Zeitungspapier, das ist trockenes Zeitungspapier, in das ich es einwickle. Das reguliert die Feuchtigkeit ein bisschen, weil es darf auch nicht zu feucht sein, sonst fängt es zum Schimmeln an, wenn es zu warm ist. Mhm. Und es ist dadurch auch immer schön dunkel. Also diese Edelreiser kann jeder im Jänner, Februar schneiden. Einjährige Triebe in dieser Bleistiftstärke ungefähr einlagern. Weil im Jänner, Februar kann man das ja nicht fädeln. Kann man so, wie du es jetzt beschrieben hast. Du nimmst jetzt da einen Querriner rauf, weil wir wollen ja einen Querriner auf diesen rauf veredeln. Nimmst dir einen Edelreis raus, oder zwei in dem Fall. Je dicker das der Propfkopf ist, umso mehr Edelreiser nimmt man. Die sollen nicht zu stark sein. Also ich suche mir jetzt da von passender Stärke. Ungefähr so aus. Was man dann jetzt noch dazu braucht, ist ein Veredelungsmesser. Das ist in dem Fall ein Kopulationsmesser. Das ist einseitig angeschliffen, sehr scharf geschliffen. Durch den, dass es einseitig geschliffen ist, gibt es da Rechts- und Linkshändermesser. Das heißt, ich habe in dem Fall jetzt ein Rechtshändermesser. Und es empfiehlt sich, wenn man das macht, dass man als Rechtshänder den rechten Daumen einbindet, mit zum Beispiel irgendeinem Malerband, oder man verwendet so einen Schnittschutzhandschuh. Als Linkshänder würde man sich den linken Daumen schützen, weil was wir jetzt machen, ist ein sogenannter Kopulationsschnitt. Das heißt, ich setze hier möglichst flach an und ziehe dann in einem Schwung voll durch, damit ich einen möglichst langen, geraden Schnitt zusammenbringe, damit ich hier möglichst viel Cambium, das hier draußen, diese dünne Schicht ist, freilege. Das verwachst ja dann in weiterer Folge mit dem Cambium des Bestehenden. Genau, ist, ne? Richtig. Und da gehe ich jetzt dann einfach her, schneide jetzt vorab diese Wunde noch etwas nach. Ich hätte es vielleicht der Spur leicht schräg schneiden können, damit das Wasser besser abbrennt. Und dann setze ich da einfach an, mache da einen Schnitt in die Rinde und hebe das, den Rindenflügel, in eine Richtung weg. Und dann tue ich auf der Seite, wo ich den Rindenflügel nicht gelöst habe, noch so auf der Seite so ein bisschen anritzen, so Cambium freilegen. Dann vorn an der Spitze und selbst dort, wo das Edelreis, also wo der Rindenflügel dann drüber liegen wird, einfach auch ein bisschen Cambium freilegen. Das Auge, das da drunten verschwindet, kann man gleich ausknipsen, damit die Rinde nicht so weit weggelöst wird. Und dann schiebe ich das Edelreis einfach hier zwischen die Rinde hinein. Und zwar so weit, dass hier vorne, wenn man da drauf schaut, noch so ein kleiner Halbmond rausschaut. Und das machen wir jetzt zweimal in dem Fall? Genau, also dann theoretisch würde es eines reichen, aber man kann da ruhig zwei oder drei drauf geben. Je mehr ich mache, habe ich einerseits einmal Sicherheit, andererseits, falls eines nicht anwächst, andererseits ist es auch es ist einfach, die Wundüberwallung geht schneller. Also überall dort, wo so ein Edelreis drinnen ist, habe ich eine Wundüberwallung, und es geht einfach schneller, dass diese Wunde dann verschlossen wird. Aber theoretisch könnt ihr auch da jetzt zwei verschiedene Sorten schon machen, nicht? Ja. Theoretisch, sage ich mal. Theoretisch. Praktisch macht man es eher nicht. Genau, man würde eher... Was drauf ist. Richtig. Wo macht man das? Also ich würde jetzt einen da auf dieser Seite und einen genau gegenüber machen. Wenn ich den Pfropfkopf jetzt eben leicht schräg abgeschnitten habe, nicht an der Unterseite,
Und vor allem auch, wenn der Ast schräg ist, weil unten bricht er dann vielleicht leichter aus, wenn der irgendwann mal eine große Fruchtlast hat. Und zweitens rinnt das Wasser in diese Richtung und dann wird es genau auf die Federungsstelle rinnen. Das Einzige, was ich da jetzt noch achten sollte, ist, dass ich die Rinde in dieselbe Richtung löse. Also wenn ich jetzt da bin, ich habe in dem Fall den Rindenflügel in diese Richtung gelöst, also dann muss ich das hier auch in diese Richtung. Ja, warum ist das? Damit ich mich nachher beim Verbinden leichter tue. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Das kommt dann so, ich ritze es dann nochmal. Genau. Bis dann. Damit das festgedrückt wird. Genau. Alles klar. Dann schiebe ich das. Oben steht das 10 cm ungefähr drüber, oder? Oben nehmen, lasst man ungefähr 4 bis 5 Augen stehen. Ja. Das heißt, wenn das Edelreis länger ist, dann würde ich das einfach mit der Schere zurückschneiden. Also in dem Fall, wenn ich sage, mir reichen da diese 3 Augen, dann schneide ich das eine noch weg. Ja. So, und jetzt kommt als nächstes schon der Verband, gell? Genau. So, wenn die 2 Edelreiser oben sind, als nächstes kommt dann der Verband. Genau, das muss jetzt schön straff zugebunden werden. Man kann zum Beispiel solche Gummibänder verwenden. Traditionell hat man das mit Bast verbunden und dann verstrichen. Am einfachsten ist es aber, wenn man so ein Tesa-Crepe-Band verwendet, so ein Kurvenband. Das ist ein bisschen dehnbar. Da reiße ich mir einfach ein Stück runter. Und dann verbinde ich jetzt genau in die andere, also so, dass ich den Rindenflügel wieder schön zumache. Ja. Also genau, dass ich das wirklich schön. Das kann ruhig schön zubedrückt sein, gell? Damit einfach es schön einfach straff zubinden. Damit einfach eine Verbindung zwischen den Kambien da ist. Ne? Genau. Auf der Oberseite kann ich jetzt entweder mit einem Baumwachs verschmieren, also die Spitzen vom Edelreis wird verschmiert, zum Beispiel so irgendwas auf Wachsbasis. Das muss aber, braucht eine gewisse Wärme, das ist in dem Fall jetzt nicht streichfähig. Alternativ kann ich den Pfropfkopf aber oben einfach auch komplett, das ist so, muss ich einfach sehr gerne mit dieser Crepe abbinden, weil der Baum selbst macht die schönste Wundverheilung und die Kallusbildung. Das heißt, wenn ich das jetzt so drüber tue, dann ist das schön abgedeckt und quasi ein ganzer geschlossener Verband und der Baum kann sich da schön die Wundverheilung machen. Also dann wichtig ist, die Wunde mit diesem zu verstreichen, ist nicht sinnvoll. Würde ich nicht, weil da einfach, das hat eine gewisse, also jedes Verstreichmittel hat eine gewisse Form von kallushemmender Wirkung und da hat sich herausgestellt bei diesem Lackbalsam, dass das eine etwas größere kallushemmende Wirkung hat als solche Wachse. Mhm. Das heißt, wenn verstreichen direkt nur mit Wachsen auf Naturharzbasis. Wofür es aber sehr gut verwenden kann, ist zum Verstreichen der Spitzen der Edelreiser, das ist einfach als Verdunstungsschutz. Und ich gebe es jetzt zusätzlich noch als Schutz drüber, über das Tesa-Crepe, weil das einfach Feuchtigkeit aufnimmt und anzieht und durch das rinnt dann das Wasser ganz schön ab. Da muss man nicht mehr drüber picken und drüber isolieren. Nein, einfach eine Schicht drüber und das bleibt dann bis ungefähr Juni, Juli, bis das wirklich schön angewachsen ist, bleibt das dann um. Dann kann man das langsam runterlösen oder man löst erst nächstes Jahr runter. Das ist dann nicht so tragisch, weil dieses Tesa-Crepe eben dehnbar ist. Wenn man mit Bast verbindet, dann muss man den schauen, dass das nicht einschnürt, dass man den rechtzeitig löst. So, jetzt kommt dann noch ein Beschriften wir das, dass wir wissen, was für Sorte das wir draufgegeben haben. Und wann wir hier so ein Etikett. Also auch die Jahreszahl steht da oben. Genau, diese Purina 2022. Diese, dann weiß man in weiterer Folge. Diese Etiketten halten nicht sehr lange. Ja. Das heißt, es empfiehlt sich auch, eine kleine Skizze zu machen, dass man weiß, wo was ist. Ja. Und jetzt abschließend mache ich nur noch eine kleine Aufsitzwarte für die Vögel, damit sie diese nicht auf diesen Ästen direkt auf diese Edelreiser setzen. Genau. Damit es wirklich in Ruhe anwachsen kann.
Das heißt, ich mache da einfach so einen kleinen Sliden, Bogen, ja, genau, oben drüber. Und binde das da noch mit dem Crepe fest. Gescheit ist es, wenn das genau oben drüber geht, damit genau. Sie also wirklich nicht drauf sitzen. Dann können Sie das drauf sitzen und das passiert den Edelreisern überhaupt nichts. Gell? Das genau. ist nur für den Anfang ganz wichtig. Wenn sie mal angewachsen ist, macht so ein Vogelgewicht eigentlich nichts mehr aus. Gell? Dann kann man das eben wieder wegtun. Ja. Genau. Stefan, wir haben ja schon vor 2 oder 3 Jahren auf diesem Baum 2 andere rauf. Genau, gefroppt. Das sehen wir auf dieser Seite. Wir uns jetzt anschauen. Da auf dieser Seite haben wir im Jahr 2019, ja. Das ist jetzt vor 3 Jahren, haben wir da im Frühjahr hier 2 Edelreiser, wie man sieht, eingesetzt. Da werden jetzt nicht beide auf Dauer bleiben, das heißt, die können, wie man da sieht, die Wunde ist schon sehr gut überwallt. Es ist da nur mehr so ein kleines Stück offen, das wird dann heuer wahrscheinlich auch zugehen. Man kann da auch hergehen, dass man sagt, ich ritze das ein bisschen mit der Schere einfach nochmal an, dass da leicht grünlich wird. Ja. Damit einfach die Kallusbildung angeregt wird und damit dieser Pfropfkopf schneller überwallt ist. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel diesen einen Ast unterordnen als Fruchtast, dass das nur hier Blüten ansetzt, oder ihr geht hier in der Länge zurück und nehmt einfach den als Leitast oder als Hauptast weiter und nehmt da diesen Konkurrenztrieb weg, schneidet ihn auch in der Länge nochmal zurück, damit er wirklich kräftig ist. Man kann das ist wie in der Jungbaumerziehung, dass man da astoberseitige Knospen ausblendet, damit er wirklich schön hier nach außen verzweigt. Ich kann genauso diese Triebe, die nach innen gehen, weggeben. Und da hier, dass er wirklich schön nach außen Äste ansetzt. Wir müssen da ein bisschen die Umgebung anschauen. Wir haben da rechts und links relativ starke Leitäste schon. Genau. Und da wollen wir zwischendurch ein bisschen rausbringen, beziehungsweise unter Umständen überlegen, eben rechts und links den einen oder anderen dann auch später zu entfernen einfach. Richtig. Damit der Platz hat. In dem Fall haben wir einen Klöcher Maschanska raufgetropft. Genau. Und der kann jetzt da, ja, so wachsen. Und dann noch in der Länge ein bisschen zurücknehmen. Ja. Wo wir jetzt da nicht mehr weiter arbeiten werden, ist bei einem anderen. Vielleicht schauen wir da noch ein bisschen her. Da haben wir auch im gleichen Jahr, das haben wir da auch gemacht, kann man das noch lesen, ja, einen roten Herbst-Carville oder, wie wir langläufig sagen, einen Klachelapfel. Und wenn man sieht, wie der gewachsen ist. Genau, ja, der ist wesentlich stärker, ist auch eine stark wachsende Sorte, dieser Klachelapfel. Der hat zum Unterschied zu diesem Ast darunter, je weiter oben das dieser Ast ist und je gerader das nach oben geht, umso eher wird er im Wachstum gefördert. Deswegen haben die Edelreiser auch besser ausgetrieben. Das muss einem bewusst sein, wenn ich hier unten nur einen Ast reinveredle, dass der nur moderat austreibt. Währenddessen, wenn ich den oben mache und der genug Licht hat und zusätzlich noch eine starkwüchsige Sorte ist, dann treibt er nach oben ordentlich aus. Da brauchen wir jetzt eine Leiter, dass man den oben dann noch ein bisschen zurückschneidet und dann kann der auch in den Folgejahren dann fruchten. Ja, danke Stefan, das war ein sehr interessanter Einblick in dieses Pfropfen. Es gibt ja andere Veredelungsarten auch noch, wie du angesprochen hast, die man nicht jetzt macht, sondern manche Dinge macht man im Juni erst. Oder eher im August, da gibt es das Okulieren und das Chippen, ja. Das macht man dann auf das schlafende Auge, wo nur ein Auge eingesetzt wird. Das ist aber dann zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. Wir als Obstwein-Gartenbauverein bieten da ja auch immer wieder eben mit dem Stefan Kurse an, die man also besuchen kann. Wir haben erst vor kurzem das Veredeln nochmal gemacht auf Bäumen, die also ganz jung sind noch, wo man das erste Mal was rauf veredelt, aber der Obstwein-Gartenbauverein bietet das immer wieder an und es ist ja in den Medien immer, wann das ist, aber es ist immer so, im März, Ende März machen wir das meistens. Genau. Und da kann natürlich jeder kommen immer und sich das anschauen, sogar seinen eigenen Baum, so wie wir es letztes Mal gemacht haben, mit nach Hause nehmen und da kann man dann schon besonders stolz sein drauf, wenn also der eigene Baum gewachsen ist und man sucht ein schönes Platzerl, wo man den hinsetzt. Wir bieten auch von den steirischen Baumwarten aus immer wieder Veredelungskurse
sie an. Die sind dann zentral in der Steiermark und da findet man alle Infos unter obstbaumwart.at, wenn jemand Interesse hat. Okay, Stefan, danke und hoffen wir, dass der Baum wächst. Gibt es einen eigenen Spruch für die? Nein, weiß ich leider gar nicht. Man sagt nur, landläufig sind das die Birdser, gell? Genau, ja. Gut, danke und ja, bis auf ein Wiedersehen.